Und wir Jawohl. sollten live sein. Hallo miteinander. Wie schön, eine neue Folge, eine neue Lesung. Heute mit Andrea Häcki. Hallo. Und Andrea kannte ich nicht, obwohl wir vom selben Kanton, sagt man dem in der Schweiz, stammen. Ich kannte ihre Schwester. Aber so vor über 2 Jahren war da plötzlich Andrea überall dabei. Und zu Beginn, da hat sie nicht so viel gesagt. Aber sie war da. Und ihre Präsenz und ihr großes Herz war schon damals sichtbar, spürbar. Und irgendwann in diesen 2 Jahren, als sie zum transformativen Coach wurde, da kamen auch die Worte, ihre Worte, und die waren und sind nicht minder berührend. Willkommen, Andrea. Dankeschön. So schön, da zu sein. Also, wer soll ich Andreas Bio vorlesen? Genau, jetzt okay. Kommt noch der etwas formellere. Ich muss es gerade abrufen. Also, Andrea Häcki hört dir mit offenem Herzen zu. Ihr größter Wunsch ist es, dass Menschen ihr wahres Potenzial sehen und sich gegenseitig respektieren. Wenn sie nicht gerade coacht, ist sie gerne in der Natur unterwegs. Wir haben in dieser Reihe, Andrea, auch immer den Autorinnen, die mitgeschrieben haben, und dann war es leicht, gefragt, warum hast du mitgeschrieben? Was war deine Motivation, dabei zu sein? Ja, eigentlich war es noch spannend, so zu sehen, dass ich gar nie groß Angst hatte, meine Geschichte aufzuschreiben. Klar kam da immer wieder mal der Kopf rein, so, oh, und dann kann es noch jeder lesen. Also aufschreiben war nicht so das Problem. Aber dann plötzlich so zu merken, oh, jetzt wird es dann jeder lesen können, der es möchte. Aber ich habe da immer wieder so die Gefühle, ja, wie Lea beschrieben hat, vor etwas mehr als 2 Jahren, mich da wieder daran zurückerinnert, wie ich da in diese drei Prinzipien reingerutscht bin. Und das war auch mit wahren Geschichten, mit echten Menschen, wo ich da zuhören durfte. Und es war einfach so berührend. Und dann, ja, irgendwie war es wie klar für mich, ja, ich möchte meine Geschichte weitergeben. Und auch wenn es nur eine Person wieder etwas hört für sich, ist es wunderbar. Und einfach so, ja, wieder weitergeben. So schön. Heute Abend ist deine Chance, das erste Mal deine Geschichte auf der Art weiterzugeben. Jetzt ist es deine Bühne. Ich werde dich hier pinnen. Gib mir eine Sekunde. Und jetzt. Ja, danke schön. Genau, dann nehme ich euch gerne in meine Geschichte mit. Und ich beginne ganz am Anfang. Genau, der Titel meiner Geschichte ist: Ich dachte immer, mit mir sei etwas falsch. Vielleicht geht es dir gerade so, wie es mir jahrelang ging. Vor dem Verständnis der drei Prinzipien hat sich mein Leben ganz anders angefühlt. Es war nicht komplett schlecht, verstehe mich nicht falsch. Aber ich habe mich oft traurig, einsam und irgendwie falsch gefühlt. Vor allem fühlte sich mein Leben sehr oft anstrengend an. Ich dachte, dass ich an mir arbeiten muss, mich verändern, damit ich mich nicht mehr schlecht fühle. Ich wollte mein Selbstvertrauen stärken. Das wurde mir auch öfters von anderen bestätigt. In der Schule und später bei unzähligen Therapeuten hieß es, dass ich emotional zu feinfühlig und nicht stark genug sei. Ich müsse daran arbeiten. Ja, an mir arbeiten. Ansonsten würde sich für mich nie etwas ändern und ich würde es immer schwer haben. Natürlich habe ich mich bis in den hintersten Winkel hinterfragt.
Warum bin ich nur so? Warum bin ich so schwach? Falsch? Anders? Es war für mich unglaublich schwer zu verstehen, warum ich so bin, wie ich bin. Denn ich fand keine Ursache in meiner Vergangenheit. Da war keine dramatische Geschichte. Ich bin in einer behüteten Familie aufgewachsen, mit den liebevollsten Eltern und zwei wunderbaren Schwestern. Wir besaßen nicht viel und doch fehlte es uns an nichts. Ich glaube, das waren die schwierigsten Fragen für mich. Wieso kann ich nicht einfach glücklich sein? Warum bin ich oft so traurig? Warum fühle ich mich so schrecklich allein? Warum kann ich mein Leben nicht einfach genießen? In der Schule war ich oft die Ruhige und verdrückte mich lieber in eine Ecke, bevor ich angesprochen werden konnte. Das interpretierten die Lehrer natürlich als ein auffälliges Verhalten. Es sei bedenklich, wenn ein Kind sich nicht einbringe und kaum Anschluss fände in der Klasse. Da stimme etwas nicht. Das müsse abgeklärt werden. So war es dann, dass ich schon seit dem Kindergarten immer wieder mal in Behandlung war. Vom schulpsychologischen Dienst über Therapie bis hin zur Kinesiologie und so weiter. Die Liste lässt sich über Jahre fortsetzen. Doch es hat nie etwas langfristig geholfen. Eher im Gegenteil. Ich wurde immer verzweifelter und wusste bald gar nicht mehr, was ich noch tun sollte. Bis ich irgendwann zu dem Schluss kam, dass ich einfach ein kaputter Mensch sei und mit mir etwas nicht stimme. Im Jahr 2020 hatte ich dann plötzlich das Gefühl, aus meinem damaligen Leben ausbrechen zu müssen. Ich brauchte unbedingt eine Veränderung, wollte raus aus meinem Alltag, raus aus meinem Leben. Ich wollte eine Wanderung in Kalifornien machen, etwas anderes sehen, meine Grenzen finden und mich spüren. Einfach endlich bei mir ankommen und mich wohlfühlen, so wie ich bin. Ich war schon mitten in den Vorbereitungen. Die Wohnung war gekündigt, die Möbel waren in einem Lagercontainer eingestellt. Ich und meine wichtigsten Dinge waren bei meinen Eltern im Gästezimmer eingezogen. Vom Arbeitgeber hatte ich die Chance bekommen, 3 Monate unbezahlten Urlaub zu nehmen und danach wieder zurückzukehren. Ich setzte große Hoffnungen auf diese Reise, auf diese Auszeit. Ich spürte diese große Sehnsucht, dort endlich die Lösung für mein Leben zu finden. Es schien für mich der einzige Weg zu sein, obwohl sich meine Gedanken über meine Pläne überstürzten. Panik, Angst, Vorfreude, Abenteuerlust und dann wieder Panik wechselten sich ab. Und so verging die Zeit und der Abflugtermin rückte immer näher. Und dann kam Corona und damit waren meine ganzen Pläne durchkreuzt. Zuerst war ich natürlich am Boden zerstört und wusste nicht mehr weiter. Wieso jetzt? Jetzt, wo ich mich endlich dazu aufgerafft hatte, mein Leben in den Griff zu kriegen und den Sinn meines Lebens zu finden. Ein paar Wochen später schickte meine Schwester mir den Link für den Online-Kongress Mein geheimes Leben, etwas stimmt mit mir nicht, von Lea Wernli und Shelia Stevens. Ich fühlte mich sofort angesprochen. Der Titel hätte für mich geschrieben sein können. Ich hörte mir die Interviews an und dachte, wow, so cool. Ich bin nicht die Einzige, die denkt, etwas stimmt mit mir nicht. Jeden Tag wurden 3 neue Interviews mit sympathischen, interessanten Menschen freigeschaltet. Sie erzählten darüber, dass sie etwas vor sich und anderen geheim gehalten hatten. Etwas in ihrem Leben war schwierig oder anstrengend gewesen. Sie erzählten davon,
und über ein Verständnis, das ihr Leben veränderte. 7 Tage lang schaute ich mir jeden Tag 3 Interviews an und hörte diesen Menschen zu. Ich fühlte eine Erleichterung und ein angenehmes Gefühl breitete sich in mir aus. Eines, das ich aber noch nicht beschreiben konnte. Es fühlte sich einfach gut und richtig an. Ich dachte, ja, genau, und was jetzt? Wie geht das weiter? Ja, und wie das weitergeht, erfahrt ihr am 1. Juli im Buch. Andrea, du machst einen Cliffhanger. Ja, hat sich so schön ergeben. Ich habe das Mädchen gesehen und wie es da heranwuchs. Und obwohl alle etwas anderes denken, heil und ganz und genau richtig ist. Und jetzt zu dieser mega coolen Frau wurde. Und die Geschichte dann tatsächlich im Buch weitergeht. Und es ist so unglaublich, wie es reinzieht, dieses ganz persönliche Deines, das so, so, so viel drin ist, auch für andere. Also, das Buch Und dann war es leicht erscheint am 1. Juli 2022, also sehr bald. Bis dahin gibt es weitere Lesungen. Morgen Abend wieder eine wunderbare Vidi von heute von Andrea. Ich glaube, morgen ist Patricia Gund bei uns zu Gast. Und jetzt, wo es nicht mehr so heiß ist, kann ich mich erinnern an den nächsten Gast. Und wir sehen uns dann morgen Abend um 20 Uhr für 20 Minuten für die Weiterführung unserer 20 Tage, 20 Lesungen. Wir freuen uns auf dich, auf euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.